Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme des Let's Plays Minecraft Live in the Woods. Tja, nichts habe ich verändert, also nichts wirklich was Großartiges. Ansonsten, naja, wir fangen einfach dort an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir, meine ich natürlich ich und du, der hier nur zuschaut. Tja, so ist es halt. Und natürlich wie immer erstmal Playlist laufen lassen. Eine andere Stimme. Ich weiß nicht, ob das mit der Lautstärke. Ja, ich denke mal, das sollte einigermaßen gehen mit der musikalischen Lautstärke. So, auf jeden Fall, ich habe mal ein bisschen rumprobiert mit der Lautstärke und ich hoffe, diesmal passt es. Ich habe meine Testaufnahme mal laufen lassen und diesmal scheint das von den Parametern her, also von der Lautstärke her, ein bisschen besser zu passen. Ja. Und wie bei jeder Aufnahme muss ich mal wieder ein bisschen reinfinden, was ich eigentlich machen wollte. Ich vergesse das immer wieder. Statt mir Notizen zu machen, lege ich mal einfach mal so drauf los und tja, das ist halt das Ergebnis davon. Mann, das ist unter so. So, auf jeden Fall. Wo sind wir halt stehen geblieben? Wir wollten ja noch, warum sag ich immer wir, nicht ich? Und ja noch die Wand hier und ja, das hier auskleiden, das sieht schon mal ganz schnieker aus. Und hier, ich guck nochmal, nicht, dass ich da einen Fehler gemacht hätte, aber hier, das sieht aus. Ja, das kann man machen. Nur, mir fehlt es an passendem Holz. Solche Holz. Ich habe hier Eichenholz, Bretter und das hier. Keine Ahnung. Haben wir das hier? Ja gut, so. Auf jeden Fall. Erde. Ich könnte natürlich auch. Ja, genau. Wir machen das schon mal so. Kann man eigentlich. Jo, das passt sogar. Kann man machen. Dann machen wir hier. Wir können das ja jederzeit ändern, ohne die kompletten Blöcke hier rausruppen zu müssen. Ich mache das mal hier. Und gleich direkt in dieser Aufnahme, gleich zur Anfang an, also von den ersten paar Minuten, fange ich gleich direkt mit den Einpflanzen der Holzblöcke hier an. Also mit dem Auskleiden der Zimmermannswände. So. Es war eigentlich nicht viel. Ich weiß nicht, was ich in dieser Aufnahme noch alles machen werde. Auf jeden Fall, ich habe das mit der Lautstärke hoffentlich einigermaßen getroffen. Nicht, dass es mal wieder hier zu laut ist. Bei der Testaufnahme, da schien es geklappt zu haben, aber es könnte sein, dass ich auch mal wieder falsch liege. Und dann ist die Musik mal wieder ein bisschen zu laut. Ich guck nochmal. Ja, doch, das passt einigermaßen. Ich drehe mal kurz. Ein Tick leiser, so habe ich es um 5 Prozentpunkte runtergedreht. Nehmen wir mal hier. Die Zimmermannsblöcke sind zwar ein bisschen teuer, aber hey, ich meine, man kann es hier machen. Probieren über Studieren. So heißt es ja schließlich auch. Und ich kann mir ja jede Menge Fehler erlauben. Guckt ja eh gar keiner zu. Ich hoffe sogar, dass ich irgendwann mal den, ja mal für mich den persönlichen Rekord der am meisten nicht angeklickten Videos schaffe. Will heißen, dass ich mindestens, sagen wir mal, 10 oder sogar 20 Videos hintereinander, also hintereinander habe, die ungeguckt wurden, also null Aufrufe haben. Und möge ich sagen, das ist noch nicht mal ironisch gemeint. Ich denke mir zum Beispiel, ja, wenn ich mir so anschaue, Playlist, keine Aufrufe, keine Aufrufe, keine Aufrufe. Vielleicht schaffe ich sogar die 100er-Marke zu knacken. Also 100 unaufgerufene Videos hintereinander. Würde mich freuen, wenn das sogar klappen würde. Obwohl bisher ist das immer an der Neugier der potenziellen Zuschauer gescheitert. Und das ist doch immer so komisch, was machst du denn da eigentlich? Warum machst du das, wenn du doch eigentlich nicht willst? Warum nicht?
Ich meine, das Let's Playen ist für mich auch so eine Art Selbstzweck. Ich meine, Spielen, also diese Minecraft-Geschichte zum Beispiel, Undertale läuft ja mittlerweile ja auch. Und ich wollte einfach nur meinen Spielfortschritt mal aufzeichnen und gewisserweise dokumentieren. Also Let's Plays, zwar klar, ist Unterhaltung für andere Menschen, von Gamern für Gamer oder auch Nicht-Gamer, je nachdem. Ja, ich sag mal so, für mich ist es aber eher so eine Art Selbstzweck. Ich brauche manchmal einfach so eine Beschäftigung, um mich selbst am Laufen zu halten. Und das ist einfach die beste Beschäftigung. Also einmal spielen, quatschen und danach schneiden, rendern und hochladen. Einfach, um was zu tun zu haben. Was mich selber einfach beschäftigt. Ist quasi so eine Art selbst auferlegte, in Anführungsstrichen, Beschäftigungstherapie. Tja, so schaut's aus, meine Leute. Es geht mir nicht darum, groß rauszukommen oder sowas. Es ist einfach nur so eine Just-for-Fun-Geschichte, um Dinge auszuprobieren, um Dinge zu machen, einfach zu quatschen, sich selbst zu beschäftigen, sich am Laufen zu halten und so weiter und so fort. Und es macht mir einfach Spaß, egal wie wenige Leute zuschauen. Die Zuschauerzahlen können genau im negativen Bereich, also zum Beispiel minus 5 sein. Interessiert mich ein Dreck. Hab ich gar Eichenholz, naja, gut, ein bisschen können wir ja noch. So. Jetzt gehen wir natürlich erstmal knacken. Ja, natürlich gehen wir mal knacken. Ja. Muss ich was gucken. So. Ich schieb mal kurz meinen Tisch. Muss ich mal kurz. So. Das sieht immer schön aus. Sonne. Hier kommt die Sonne, sie ist der hellste Stern von allen. Rammstein, ja. Hallo, haben wir noch irgendwie hier? Toll, jetzt müssen wir natürlich mal wieder einen Baum schlachten gehen. Das ist natürlich keine Pillepalle-Aufgabe für mich. Da muss man sich echt Mühe geben. Manometer. Truthahn. Türken-Truthahn. So, ja. Auf die Qualität lege ich nicht so wirklich Wert. Also rein vom Inhalt her. Ich hätte ein paar Bäume mehr. Abschlachten sollen. Hallo. Ja. So, wieder ein bisschen klassische Musik. Was läuft denn jetzt gerade? Whiskey on the Mississippi. Im Inkompetech. Natürlich, so. Dingenskirchen. Damit das mit den Bäumen nicht wieder so brutal eskaliert, mit der Vermehrung der Bäume, ab und an mal die Saat einsammeln und... Warum kriege ich immer diese dicken Bäume? Ich will ja nicht so viel. Nur kleine Standardbäume, so 0815 Dinger. Wäre mir viel lieber, aber stattdessen hier so... Mann. Das geht doch gar nicht, das ist doch nicht mehr normal. Was ist denn schon normal? Erdfahrstuhl. Wir brauchen dich. Wuppala. Und weiter geht's. Ja. Weiter geht's. Yeah. Weiter geht's. Oh mein Gott. Ich wüsste nicht, was ich jetzt noch sagen sollte. Ich war mal wieder zu voll, hab mir wieder keinen Zettel gemacht. Wieder keine Notizen zu irgendwelchen Themen, die aktuell sein könnten. Tja, keine Ahnung, aber... Was mir zum Beispiel einfallen würde, was ich mir vor 10 Minuten tatsächlich gerade noch überlegt habe. YouTube und Tanzverbot. Wie der sich entwickelt hat, ist schon in gewisser Weise erstaunlich.
diese Logan Paul Geschichte möchte ich nicht ansprechen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel diesen japanischen Selbstmordwald, wenn ich das ansprechen würde, würde ich diesem komischen Kerl wieder irgendwie so eine Plattform geben, dass er Aufmerksamkeit hat, dass er wieder Aufmerksamkeit bekommt. Was tun untergehende Stars und Sternchen nicht alles, um wieder für einen Moment in die Medien zu kommen, sondern Riesenskandal, nur damit sie mal wieder Aufmerksamkeit wieder und so weiter bekommen. Ne, dass die Leute sich aufregen, sich echauffieren über die Taktlosigkeit so manchen Zeitgenossens. Ja. Über so manchen Zeitgenossen. Nee, also da möchte ich nicht rübergehen, das würde ich ihm ja nur Aufmerksamkeit geben. Und das möchte ich nicht, schon aus Prinzip nicht. Also könnte so, oh, Zürcher, ich habe von in seinem Namen, den kannte ich ja noch nicht mal. Muss ich den kennen? Nö. Oh, ein Apfel. Für einen Apfel, ein Ei verarbeite ich alle zu Brei. So, oh. Muss ich den kennen? Nö. Also. Ah, hier, danke. So. Hoppala. So. So, warte mal, hier noch weg. Hallo. Oh. Naja, war nicht ganz so schlau von mir, aber... So viel Holz, wie sich hier befindet, ne, und so weiter. Ihr wisst, was ich meine, diese Logan Paul Geschichte. Das sind so Dinge, die müssen echt nicht sein. Ja. Hallo. So, also die müssen nicht sein, ja, ein Tanzverbot, also Ansage an YouTuber XYZ, kennt ihr ja. Ich persönlich halte von ihm eigentlich nichts, also nicht viel, hab eigentlich auch nie wirklich was gehalten. Sich zum Affen machen und solche Geschichten, gut, ich meine, gut, kann jeder soll ruhig machen, was er möchte, allerdings, was ich auch festgestellt habe, Kuchen-TV, und darum habe ich mir mal angeschaut, ja, da hatte ich schon recht, wie der sich entwickelt hat, ist eigentlich bedauerlich. Erst gegen die ganz großen Mainstream-Medien, YouTuber und XYZ, die wir dann sofort anstinken wollen, so richtig dagegen stänkern, und danach auf einmal selber Teil von dem sein, was er eben kritisiert hat. Also erstmal das Film ist ungefähr wie wenn ich sage ARD, ZDF, RTL und so weiter und so fort, die ganzen Medien sind so scheiße. Das sind ja mega scheiße, so Mainstream, was sie für sie Unterschichtenfernsehen machen, also Unterschichtenfernsehen, wisst ihr was, ihr sollt euch zu Tode schämen. Und nach 2 Jahren möchte ich gerne selber Teil des Ganzen sein wollen, also Teil des Problems sein, das ich kritisiere. Ungefähr so ist erstmal gegen irgendwas anstänkern, so richtig nicht so rebellieren und danach umkippen. Es wird bei der Politik erstmal gegen irgendwas sein, gegen Steuererhöhungen, gegen PKW-Maut, was auch immer, und danach nach einer Weile umkippen. Dann ist erstmal so bam bam, yeah, Rebellentum, und danach so bumm, umkippen. Und das ist wirklich sehr bedauernswert, wenn man seine eigenen Prinzipien über Bord wirft, also Prinzipien in dem Sinne, wo man wirklich quasi mit fester Überzeugung das Ganze verfolgt hat, und danach kippt man einfach um. Wenn man merkt, Gier frisst Hirn, obwohl man merkt das nicht unbedingt. Man beginnt, sich selber zu professionalisieren, das ist erstmal eine schöne Sache. Man kann sich technisch verbessern, je nachdem wie viel Geld man hat. Aber am Ende ist es doch immer so, ne, wie gesagt, Gier frisst Hirn, das ist dann natürlich auch nicht so toll. Ab einem gewissen Punkt wird jeder irgendwie auch korrupt. Wenn man erstmal merkt, was da für einen für Möglichkeiten offen stehen, wenn man es nur weit genug geschafft hat, dann beginnt man seine eigenen Prinzipien umzuschmeißen. Das ist mal, was bei Tanzverbot mittlerweile mehr und mehr eingetreten ist. Also kann ich das, also so interpretiere ich das, was Kuchen-TV irgendwie mal so angesprochen hat. Also ein bisschen so, ich weiß, das ist wahrscheinlich falsch,
irgendwie, aber das ist halt auch nur meine Auslegung, so kurz zusammengefasst, was, wie ich das sehe. Also wie ich das sehe und was ich dazu sagen würde, was ich dazu zu sagen habe. Also erstmal gegen Mr. Trashpack wettern und danach selber zum Interview zu ihm kommen wollen, also nach ein paar Jahren. Also erst gegen ihn stänkern, dann umkippen und auf einmal so, hey, ich möchte auch, ich möchte auch, ich möchte auch, ich möchte auch. Ja, und so Geschichten. Manchmal hat man wirklich das Gefühl, da kann man das Gefühl haben, diese Ansage, zum Beispiel an Commander Krieger, Ansage an Gronkh, Ansage an und so weiter und so fort, keine Ahnung wem. Und mir ist Ansage gegen mich selbst oder wie, ne? Erstmal so Ansage hier, Ansage da, nur um die jeweilige Fangemeinde zu provozieren, zu triggern, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und sage ich es nur aus einem kindlichen Übereifer, beziehungsweise aus einer gewissen, sagen wir mal, geistigen Unreife heraus. Aus einer gewissen mentalen Unreife heraus. Ich denke, das sollte erstmal alles gewesen sein, das Holz hier, so aus einer gewissen geistigen Unreife heraus. Um dann einfach von 500 Abos auf, sagen wir mal, 100.000 zu kommen, ja, so schnell wie möglich. Und das hat bei dem ja funktioniert, wie man gesehen hat. Also hat man ja wunderbar sehen können, wie schnell er vorwärts kommen konnte, also rein karrieremäßig. Wie er vorgeprescht ist. Ist schon erstaunlich. Seine, ich sag mal, seine Methode, sagen wir mal so, um möglichst Reichweite aufzubauen, Leute zu triggern, zu provozieren und irgendwie... Achso. Was ist das denn? Dachte ich schon, da glitscht ein Reh oder irgendwie, was dachte ich schon hier so durch Zimmermanns Blöcke, deswegen war ich gerade irritiert. So, was wollte ich denn mal sagen? Genau, richtig, so Leute provozieren, einfach so, du willst, du spacken, tut mir leid, wenn ich das sage, ich mache schon als blödes Beispiel, sagen wir mal jetzt einfach, Sarazar zum Beispiel. So, Anwalker an Sarazar. So, Sarazar, weißt du, du blöder Spacken. Du bist so echt ein Mainstreamer geworden. Du bist einfach voll scheiße. Du bist voll EV geworden. Weißt du, guck mal, wie du aussiehst, deine Frisur. Leider, ey, lass mir deine Haare schneiden. Das mach ich dir. Ich bin Tanzverbot. Weißt du, ich bin tausendmal geiler und besser als du. Und so irgendwie sowas. So eine Richtung hat er ja vor 2-3 Jahren gemacht. Und heute ist irgendwie ganz anders, ne? Man weiß ja, wenn man zum Beispiel als Sarazar-Fan ist, ist man leicht, sagen wir mal, triggerbar. Triggerbar, weil... Na, kann man sich denken, man fühlt sich einfach irgendwie zugehörig, irgendwie... Man findet den Sarazar zum Beispiel sympathisch, man möchte ihn auch verteidigen, irgendwie so. Verteidigen in dem Sinne, dass man sagt, der ist nicht so, wie der Tanzverbot das einen sagt, irgendwie so, ne, so Geschichten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich weiß, das ist auch nur ein Beispiel. Das ist nur ein Beispiel, um das mal zu verdeutlichen. So, ey, du bist voll scheiße geworden. Du bist irgendwie voll Mainstream geworden. Ey, blablabla. Naja, was ich meine. Ja, so. Oh, und das hier. Könnte ich gleich auch noch. Muss ich auch noch. Und, ja. Hühnchen. So. Könnte man gegen mich theoretisch auch machen, aber das würde mir völlig am Arsch vorbeilaufen. Weil mich kümmern solche Dinge nicht. Und ehrlich gesagt, ich gucke mir die ganzen Ansagegeschichten auch nie an. Warum? Weil mich das nicht juckt. Ich gucke mir das eh nicht an. Ah, also dieses Plop-Geräusch sagt mir, ah, neuer Stack, also neuer Stapel von... Ja, vom Holz geholt. So. Ist halt ein Spiel mit der Psychologie. Man nutzt so eine gewisse Reizbarkeit der Fans... des betreffenden YouTubers oder des Stars im Film, Funk, Fernsehen, was auch immer, ne, aus, oder diese Reizbarkeit, in gewisser Weise, diese, ne, und so, um sich gegenseitig anzustecken kann, sagen wir mal so. Tja, und diese Methode, um bekannter zu werden, um sich einen gewissen Bekanntheitsgrad aufzubauen, die ist, ja mal in Anführungsstrichen, leider voll aufgegangen. Und die Leute fallen irgendwie auch nämlich auf die Schnauze. Das ist nämlich meine Ansicht nach. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn er seiner Linie treu geblieben wäre. Soll er ruhig machen, was er will. Aber diese
erstmal sich professionalisieren und dann die Möglichkeiten, die einem auf einem zugekommen sind, mit wachsender Reichweite maximal auszuschlachten. So richtig auszuschlachten. Nicht auszukosten, sondern auszuschlachten, um mehr Geld zu bekommen, mehr Reichweite und noch mehr vorwärts zu preschen. Aber es kann nicht mehr vorwärts gehen, es ist mir wirklich vorwärts preschen, muss man sagen. Das ist wirklich, was mir doch missfällt.